Greco. Ciao, Sally. Siehst gut aus. Gleichfalls. Diesen Spruch hast du wahrscheinlich schon 100'000 Mal gehört. Oder? Ja, geht in die Richtung. Siehst gut aus. Kotzt dir unlässig. Unlässig. Nein, ist gut, alles gut. Hey, was machen wir da? Was ist das da? Ja, das ist mein Gässli. Das ist so ein bisschen, da habe ich mein Traum ein bisschen umgesetzt. Oder was heisst das ein bisschen? Ein bisschen richtig. Wie du siehst, da Küche, da hinten bin ich dann einmal am Shaken. Gibt einmal einen Fährgänger und die Leute kommen dann einmal hierher. Ich brülle dann hier einmal ein bisschen Zeug umeinander, wenn die Lasagne fertig ist. Weil Lasagne habe ich immer, das ist die Spezialität. Das ist auch das, was ich dir heute... Oh, wo wir heute essen! Spannend. Lasagne alla Nonna! Und da gibt es einen Fährgänger. Ich habe einfach, was mir wichtig ist, sind halt Produkte. Dass ich weiss, woher sie kommen. Ich habe jetzt verschiedene Connections. Etwas habe ich im Tessin, etwas habe ich im Salento, Apulia. Dann halt regionale Sachen, die ich kennengelernt habe, wo ich unterwegs bin, oder ich bin immer unterwegs im Winter für den Alpenhirt. Weißt, da gehe ich, da gehe ich einmal so in die Spezialitätenläden und habe... Direkte Draht zu denen natürlich. Ja, genau. Die guten Sachen gepostet und ausprobiert. Und ich habe dieses Jahr hier unten auch das erste Mal ein bisschen grösseren Laden gemacht. Ein Lädeli, ein Genussladen, eben siehst du hier mit der Schränke und Zeug und unten kann man den auch essen und die Schränke sind dann hier verteilt und überall hat es verschiedene Produkte drin. Ja, gell, jetzt ist das dritte Jahr und das Ziel eigentlich ist, dass alles selber produziert ist, also vom Fleisch bis zum Gemüse. Und dieses Jahr habe ich, das ist dort, wo wir nachher gehen, bei Karin und bei Marno. Sie hat oben viel, viel Land und dort werden wir ein Gewächshaus herstellen. Okay. Und sie macht dann ein Projekt mit Kindern und das tun wir alles verbinden. Eben, jetzt einmal das dritte Jahr, ich habe einfach einmal angefangen und jetzt, das Ziel geht in die Richtung, dass wir alles selber produzieren und am Schluss auch hier praktisch alles, was du hier essen kannst, eigentlich auch im Lädeli kaufen kannst. Ja. Das ist jetzt schon so, zum Teil ein paar Produkte werden behalten, regionale oder eben Sachen, die sehr gut gelaufen sind letztes Jahr. Jetzt im Winter ist natürlich zu da. Ja. Also zu. Der Laden in dem Sinne ist zu, weil es ist offen. Ja, es ist offen in dem Sinne, es ist frisch da drin natürlich. Ja, genau. Aber was hast du deine Saison? 3 Monate oder wie? Nein, von Mai bis im Oktober. Mai bis Oktober, okay. Genau, Mai, Oktober geht es dann los. Ich habe jetzt, durch das ist das dritte Jahr, habe ich jetzt schon recht Reservationen drin. Und was ich auch dieses Jahr werde machen, ist nicht mehr als 30 Leute reinlassen. Weil wir können das dann das zweite können wir das machen. Das ist ein Grund. Der andere Grund, ich habe Zeit für die Leute. Ja. Weil es ist so, dass die Leute auch Freude haben an dem, was ich mache. Nicht nur also, mit Gässli, mit Gian und Giaccio, mit Musik, bla bla bla. Sie kommen wegen mir auch ein bisschen. Also du bist immer auch da? Ich bin immer da, ja. Das ist mir auch wichtig. Das ist auch das, was mir ein bisschen gefehlt hat, weißt du, so bei dem Restaurant. Dass du einfach ein Gesicht hast, dass du jemanden da hast. Eben, genau. Du gehst zum Greco ins Gässli. Ja, und der Greco ist da. Also das wäre ja nicht authentisch, wenn ich nicht rum bin. Ja, sonst gehst du einfach nur ins Gässli. Genau, und das Ziel ist, irgendwann hole ich da einen Stuhl, hänge da draußen her und zähle nur noch das Geld. Ja, Nein. Ja, einfach so, das ist wichtig. Das finde ich, das ist mir wichtig. Und ich habe gemerkt, es läuft wie blöd. Wenn es zu viele Leute hat, ist nicht mehr das, was ich gerne möchte. Also die Qualität. Ja. Die Qualität des Essen ist immer da und einfach, dass ich Zeit habe für die Leute, dass ich mal herhocken kann, dass ich mal ein bisschen schnurren kann. Ja. Zum Teil können wir dann auch fragen, sie haben Freude, wenn ich den Gian und Giaccio mache. Und das gehört, ich finde, das gehört irgendwie. Wobei, viele wissen ja nicht, der Giaccio bin ich, der Schafsitt. Ja, nicht der Gian. Nein, nicht der Gian, ist der Zucco. Genau. Verwechseln wirklich noch viele. Ja, genau. Oder, also viele meinen, dass ich der Rolf Schmid bin. Oh, okay. Ja, das gibt es auch. Ja. Aber das ist ja gleich. Das ist natürlich. Also, hat jetzt die Runde gemacht, die meisten wissen. Ich meine, wir machen es auch schon fast 13 Jahre jetzt. Gell? 13 Jahre? Ja. Unglaublich. Ja. Komm, dann gehen wir noch schnell ab. Ja, gehen wir mal schauen. Eben da kommt man dann rein, dann kannst du hier das Kärtchen nehmen, ist alles auf Selbstbedienung. Es hat Zapfhähne mit Bier, du kannst den Wein selber holen im Keller, du kannst nur 2 Dezi-Flaschen wieder zurückstellen. Das ist ein bisschen wieder high. Das ist eigentlich das Konzept. Jawohl, ja. Da habe ich dann auch Sachen drin von
Vom Salento, von Apulia, Burrata oder Fleischspezialitäten werde ich den März die Produzenten besuchen. Was ich dieses Jahr auch machen will, ist Fotos aufhängen von den Produzenten, von den Menschen, die dahinter stehen. Cool. Ja, ja. Also immer authentischer und immer näher. Und der Keller, das ist so der. Ein bisschen Perle. Eben da gewisse Sachen bin ich ja dran. Da habe ich zum Beispiel dieses Jahr Nocino produziert. Letztes Jahr habe ich es produziert für dieses Jahr. So. Ja. Und das ist eigentlich die Hausspezialität. Das sind Domleschgernüsse. Und die werden einfach grün eingelegt. Nachher kannst du vielleicht schauen, da vorne hat es eine grosse Flasche. Das kommt dann 4 Wochen in die Sonne. Dann tun wir es abschütten, die Nüsse rausnehmen, Gewürze rein, nochmal 4 Wochen in die Sonne und dann tun wir es dann abfüllen. Und jetzt bleibt er einfach stehen, das ist eigentlich am besten. Aber vielleicht willst du einen Schluck probieren. Hey, hey ja, dann. Würde ich unbedingt. Dann wir gleich direkt aus der Flasche. Ja, genau. Es ist, und jetzt umso länger dass er steht, desto besser kommt er. Boah. Boah. Molto, molto bene. Er fließt ja aber. Das ist wirklich. Schöne Momente. Dann habe ich Schnaps, den ich selber mache. Der Obstgarten, den ich draußen habe. Ich habe einen Birnenbäume, Äpfelbäume, Zwetschgenbaum, Quittenbaum. Und dann mache ich Schnaps. Das kann ich dir noch zeigen. Die sind jetzt. Von dem Jahr habe ich in den Fässern. Das bringe ich jetzt in den Bauer. Okay, ja. Januar, Februar, dann tut er brennen. Und das ist halt auch gut, gell? Das musst du einfach liegen lassen. Umso älter das ist, desto besser. Ja, aber das machst du alles Eigenregie. Das ist alles. Also gut, brennen natürlich nicht, das darf ich nicht. Aber, aber einmachen, eben die Früchte alles verwerten. Das ist auch die Zukunft, eben mit dem Gemüse. Dass ich Gemüse jetzt eben von der Karin den kann bezeichnen. Sie integriert es eben, wie gesagt, mit den Kindern und Zeugen und Sachen. Die können vielleicht dann auch da produzieren. Wir machen selber Sachen ein und so weiter. Eben das Ziel, das passiert nicht von heute auf morgen, das braucht Zeit. Schnaps drin von Felsberg, vom Gubser. Ah ja, ja. Genau. Da habe ich Sachen drin vom Chup, vom Rico. Okay. Von Fürstenau. Und dort hat es immer noch Sachen, aber die lohne ich auch. Das geht ja nicht kaputt. Statt holen und bringen, das sind Sachen von Langweis, von einem Pärli. Ginger. Genau. Iva. Ja, eben, das sind alles spezielle Produkte. Und im Lädeli auch, da habe ich Ton von den Azoren. So guten Ton hast du noch nie gegessen. Also die Leute drehen einmal durch. Da die kommen von den Azoren, das sind 5-6 Familien, die das von Hand fischen von Hand abpacken. Es hat Filet, das sind Gewürzfilet, dann hat es nur Filet, dann hat es ein bisschen billigere, also wo auch Filet drin ist, aber auch der Rest. Ja, es sind alles spezielle Sachen. Es ist unglaublich, dass der Typ überhaupt noch Zeit hat, um Musik zu machen. Und Siguro! Siguro! Und da siehst du, da ist jetzt der Schnaps. Den bringe ich pur Ende Januar, Februar. Und nachher, da habe ich glaube Äpfel, einer ist Birne und einer ist Trauben. Ja, so ist das. Wie du siehst, Müsli habe ich einmal auch noch. Die tun wir einmal hier fangen. Yes, die sind so herzig. Hey. Und dann 2 Kilometer musst du auf die Paspel zu rufen, irgendwo so lange sind dann frei. Ah, okay. Also nicht Knick ab und die Lasagne rein. Nein. Genau, ja gut, wäre eine Variante. Gell? Vielleicht nicht in die Lasagne. Ja, aber sehr eine sympathische Location, absolut. Ja, die Leute haben Freude. Und das ist eigentlich das, was ich merke, dort schöpfe ich daraus. Gell? Wenn die Leute Freude haben und dann sehen sie das, kommen sie hierher. Und dann, vielleicht am Anfang sind sie ein bisschen skeptisch, weil eben, du kommst hierher, ich habe hier Zettel, ich erkläre dir, schau, da ist die Zettel, da sind Gläser, kannst du selber nehmen, dort hast du Bier, unten hast du Dings, nimmst ein Glas. Schreibst einfach auf, was du hast. Das Essen musst du nicht aufschreiben. Und am Schluss kommst du zu mir und zahlst. Es ist auch Vertrauen aufgebaut, das ist mir auch sehr wichtig. Viele haben gefunden, das funktioniert nicht. Das funktioniert sogar sehr gut. Sie müssen dann selber holen. Und spätestens dann, wenn der Apero auf dem Tisch ist, ist alles gut. Also und nachher, wenn es geht, mit einem Lächeln und sind mega zufrieden und sind mega happy, das ist. Ja, das gibt mir eigentlich am meisten. Ja, also im Mai geht es los. Also reservieren, ist angesagt. Unbedingt. Hey, aber hier der ganze Ausbau, das war ein alter Stall. Fertig. Das war ein alter Stall, eigentlich original von der habe ich eigentlich alles original gelassen, wie es ist. Den Boden, den ganzen Boden habe ich müssen rausnehmen. Unten dran natürlich dort, wo die Kühle drin sind und so. Ja. Habe ich
mit dem Kollegen innerhalb von 2 Jahren, mit dem Janine Bergetzi. Okay. Und der Bruder, der Röni Bergetzi, war auch noch ein kleiner Wirr. Ja, haben wir das in 2 Jahren umgebaut, so hergetätscht. Mit natürlich so kleinen Details, gell? Can und der Tschatschen! Müssen natürlich so auch sein, ja. Ja, das ist herzig, das hat mir eh einer geschnitzt. Ja. Ach, jetzt kommt mir der Name wieder in den Sinn. Ich mit der Nähmanieren war. Furchtbarer Sieg! Genau, gell, und im Oktober, dann, je nach Wetter, ist es halt ein bisschen frisch, dann haben wir auch Deckeli. Und dann habe ich Öfeli drin, je nachdem. Jetzt das letzte Jahr ist eigentlich recht gut gegangen. Und der Buda, er ist auch da, den tun wir einmal raus, der ist ein bisschen der Beschützer. Ja, und da, das ist auch eben die Möglichkeit gewesen, das ist Develina, Develina Caminada. Okay. Also nicht beim Caminada. Ja, ja. Und sie macht die Kunst, die Mäntel. Und hat gefragt, ob sie das hier da präsentieren darf. Und dann hat gesagt, selbstverständlich, das ist ja der Hammer, das sieht auch hochlässig aus. Ja, es sieht, der, ja, und damit als würdest du dazu gehören. Ja, genau. Damit die Leute auch sehen und sie fragen, sind neugierig. Live-Musik? Live-Musik haben wir dort auf der Bühne drinnen, dort wo jetzt das Gucci und das mache ich einmal dort unten. Ja. Und jetzt dieses Jahr, weiß ich noch nicht. Eben im Februar tue ich dann in Ruhe mal alles durchgehen, durch den Kopf gehen lassen, was gibt es Neues, wie sieht es aus. Und auch das Corona-Zeug ist natürlich auch da ein Thema. Und dann, vielleicht gibt es ein Programm dieses Jahr, ich weiß es noch nicht. Aber das habe ich so ein bisschen im Kopf, dass ich von Anfang Jahr ein Live-Programm zusammenstelle. Ja. Vielleicht eben etwas Komiker, Lesiger, ich weiß es noch nicht. Einfach mal, aber dass ich gerade im Mai eigentlich kann kommen und sagen, schau da, butsch, das ist das Programm. Und bis jetzt habe ich auch immer so ein bisschen von Monat zu Monat habe ich geschafft. Und jetzt mal schauen, keine Ahnung. Hey, cool. Wichtig ist Lasagne. Und zu der gehen wir jetzt. Hey, ja, legendäre Lasagne. Ich bin extrem gespannt. Ah. So. Rein in die gute Stube. Yes. Pronto? Pronto. Allora, mangiamo. Ti metto i piatti. So, jetzt nimm mich wunder. Nimm mich wunder, was zeigst du. Kann ich etwas helfen überhaupt? Nein, alles gut. Alles ready. Ready, steady for lasagna della nonna. Originale. Ich würde sagen, ja, ist nicht gut. Ist ora gut. Ist molto, molto bene. Ja, vor allem, es sollte lange für uns. Das sollte lange für uns, ja. Eben, meine Jungs sind auch noch da und dann hat es genug. Oder für mein Amore. Amore! Wie viel wettest du? Das magst du schon, oder? Ja, das liegt. Das liegt drin, glaube ich. Ich tue da nicht extrem viel, sonst nachher versuche ich nachher noch. Ja, aber wo hast du das gelernt? Nichts gelernt. Das ist alles. Wie sagt man? Ja, das also von der Mama halt. Ja, so. Ja. Gelernt. Also, gelernt. Das Rezept. Ja, genau. Das Rezept ist original von meiner Nana. Also wegen der Lasagne kommen die Leute auch. Eben, aber ich habe immer nebst. Eben, du hast am Anfang Plättli, nachher hast du Salat. Die Kollegin von mir macht eine vegane Salatsauce. Nachher gibt es einen feinen Aceto, gutes Olivenöl. Mhm. Und nachher gibt es immer Veggie-Lasagne alla Nonna. Ja, okay. Und dann am Schluss verschiedene Desserts. Aber ich mache immer noch ein Menü nebenbei. Also nebst der Lasagne. Für die, die kommen, guarda che bello. Mein Gott, che bello! Guarda! Eh? Guarda che buona, bello, con le polpettine, la mortadella, mozzarella, parmigiano, tutto buono, molto molto bene! Also im Restaurant habe ich noch nie so eine Lasagne gegessen. Ja. Da kriegst du immer da die Flachflunder-Dinger. Ja. Und das ist natürlich schon, ja, es kommt ein bisschen anders daher. Da. Perfetto! Cool, dein Telefon, ja. Nehmen wir schnell ab, da. So. Ja, buon appetito! Ora vielen Dank! Was jetzt so der Unterschied ist, halt, gell, haben sie heute frisch gemacht. Was auch geil ist, ist immer, wenn sie einen Tag lässt, dann senkt sie sich, wird noch ein bisschen dehnt. Ja, das merkst du schon. Das ist der im Gässli, den haben wir schon so. Okay. Hey, einen guten Wunsch! Ja, buon appetito! Guten Appetit! Mhm.
Findus kommt nicht her. Schafsäckel. Yeah! Hey, nein, wirklich, geil. Und dann, wer weiß jetzt einmal, was das ist da? Was meinst du? Mozzarella, oder? Mm-mm. Nein, es hat wieder verlaufen. Mhm. Artischocke. No. Eier. Das sind gekochte Eier. Nein. So geil. Eben. Normalerweise hast du einfach Bechamel und ein Hackfleisch und fertig. Das kriegst du eigentlich bei den meisten. Was hier sehr aufwendig ist, sind halt Polpette. Die Fleischkügel, die drin sind. Mhm. Also Hackfleisch, Peterli, Parmesan, Eier, Gewürz, Paniermehl. Mischen. Und dann kannst du anfangen röllen. Dann bist du 2 Stunden am Röllen. Und dann mache ich einmal 4 bis 5 Lasagne, aber die grossen. Und dann kannst du dir vorstellen, das sind natürlich andere Mengen. Also, da reden wir auch von fast 3 Kilo Fleisch, den musst du röllen. Ja. Also nur so kleine Pöllchen hier. Unglaublich. Hey, genau. Aber was machst du sonst jetzt nebenbei noch? Also Mai bis Oktober nur Gässli. Mhm. Und jetzt im Winter bin ich für den Alpenhirt unterwegs, 1 bis 2 Wochen. Wie gesagt, eben dort habe ich die Schweiz ziemlich die Schweiz aufgebaut. In 3 Jahren, wo ich mehr geschafft habe für ihn. Mhm. Und jetzt, tue ich dann auf die Kunden noch mal betreuen. Und was ansteht, neue Kunden und so weiter und so fort. Ja, aber dein Ursprung ist ja nicht im Aussendienst oder so, oder? Nein, also gelernt, meinst du, habe ich. Ja. Also gelernt habe ich Dachdecker. Okay. Und das habe ich dann, die Lehre gemacht und nachher habe ich 3-4 Jahre noch drauf geschafft und nachher habe ich eine Ausbildung gemacht zum Sozialbegleiter und bin dann in Schuwalden gewesen. Dort habe ich über 16 Jahre geschafft, auf einer Kindergruppe, also erwachsene Kinder mit geistig körperlich Behinderten. Und nachher bin ich in Tele Südostschweiz gewesen, ein Jahr. Nachdem ich dort gekündigt habe, mal etwas Neues, gerne nach 16 Jahren. Ja. Und dann bin ich rumgespickt eigentlich. Die paar Jahre dann bin ich selbstständig auf dem Bau. Ich war bei Daniela Banzer am Kochen, hier oben im Lagerhaus in der Obergemeinde. Ah, okay. Keine Ahnung, einfach jenstes Zeug habe ich noch gemacht. Dann Aussendienst Kinchi. Dann, nachher ein Übergang Aussendienst Alpenhirt. Aber man merkt, du hast eigentlich immer gerne mit Leuten zu tun gehabt. Aber jetzt von Kind, Erwachsenen. Ja, das ist schon meins. Ja. Übrigens, da an dem Tisch sind auch deine legendären Videos entstanden, wo du gesungen hast, Amix, oder? Ah, ja, genau. Das war so der Hammer, Amix. ja, vielleicht mache ich das wieder einmal. Ich bin nicht so, jemand komme ich dann rein und wieder nicht. Und dann, dann schießt es mich wieder an, dann habe ich wieder gar nichts mit Nattel und Facebook. Und dann, es ist halt. Eben, es kommt darauf an, wenn ich ein bisschen zur Ruhe komme und wieder die Natur, das ist mir sehr wichtig, dann komme ich wieder völlig weg von diesen Medien. Also, ich war schon immer da daheim gewesen? Nein. Also, wir sind seit dem 96, bin ich mit der Freundin zumal hierher gekommen. Ja. Und da sind in Domleschg sind beide Söhne geboren. Ja. Ich bin zu Chur aufgewachsen. Eben. Ich bin ein Churer! Ja, gehört man nicht, gell? Gell? Und dann sind wir hierher gekommen, weil wir beide im Schuwalda geschafft haben. Und dann hat das eine das andere ergeben. Und dann sind wir dann eben irgendwann im 09 haben wir dann das Haus hier gekauft. Ja. Und haben eigentlich alles, eben haben zwei Container gekriegt fast. Für 500 Stutz habe ich die beim Mettler, ich weiß doch auch nicht. Ach, jetzt kommt mir der Name wieder in den Sinn. Ich mit den Namen Ehrenwort. Furchtbarer Sich! Ja. Ich gefunden, was ihr bauen um, eine herzige Familie. 500 Stutz. Cool. So zwei Bürocontainer, die habe ich auseinandergeschraubt. Und dann haben wir 7 Monate hier im Garten gelebt. Ja. Und haben gleichzeitig hier das Haus umgebaut. Bist du dann fertig? Jetzt? Ja. Nein, das ist das Motto ja, von Röne. Mach es fertig, sonst macht es dich fertig. Ja. Ich wollte sagen, weil wenn du dein Eigenheim hast, umbaust und so weiter, du findest immer wieder etwas, was optimieren kannst, ändern oder ergänzen. Wir haben ziemlich. Eben,
Das war sein Motto. Mach fertig, was macht es dich fertig? Und, das ist cool. Wobei eben, gell, es ist so, ich habe Kollegen, die umbauen, die, sage jetzt mal, ewige Baustelle ist. Ja. Man, dann stellst du dich darauf ein und dann ist es halt so. Also, über die Musik reden wir dann nachher noch, wenn es dann wirklich ein bisschen musikalischer ist. Aber hast du nie auf Karte Musik zu 100% setzen und gesagt, hey, weißt du was, schießt mich alles an. Ich habe Freude an Musik machen, ich habe gute Leute um mich herum. Ja. Mundart ist schwierig. Also weißt du, vielleicht nicht mit dem Gedanken unbedingt. Ja. Aber klar, ich meine, in dieser Zeit Abzappen haben wir ja fast 8 Jahre Coverversionen gespielt. Ja. Wir haben mega viele Konzerte gemacht. Dann haben wir angefangen, eigene Songs zu machen. 2 Jahre später sind wir dann auseinander. 0-3 oder so. Okay. Ja, ich weiß nicht, das ist noch schwierig. Ich glaube, wir wären noch nicht, oder ich wäre nicht abgeneigt gewesen. Im Nachhinein muss ich sagen, zum Glück sind wir nicht Uhren berühmt worden. Das wäre wahrscheinlich nicht gut gekommen. Das hat das Universum mal vorgestellt. Ja, sonst wäre ich heute wahrscheinlich nicht mehr da. Nein, ich weiß nicht. Ja, in dieser Zeit war es schon recht straub. Aber eben, ich will es nicht missen. Ich komme immer darauf an, was ist, was willst du immer mehr? Was heisst für dich Erfolg und so weiter und so fort. Das ist ja, das kann jeder für sich selber irgendwo abstecken und bestimmen. Also für mich, wenn ich zurückschaue, jetzt die musikalische Karriere, muss ich sagen, das mit Abzappen, das ist Hammer gewesen. Mhm. Und vor allem, was eben, ich meine, wir haben brutal viele Konzerte auch im Unterland gespielt. Ja. Aber was eben legendäre Konzerte waren, ist natürlich das Kur gewesen. Also im Galander-Restaurant war eins, im Marseille war eins. Ja. Und, kommt mir der Name wieder in den Sinn. Ich mit der Nehmen-Ehrenwort. Furchtbarer Sieg! Beim Obertor dort, wie heisst der Platz? Ganz, nein, nicht ganz Platz. Ochsenplatz. Aber auf dem Ochsenplatz. Ja. Das ist unvergesslich. Und das nimmst du mit. Das ist, wenn du daran denkst, dann blühst du auf, oder? Ja. Das ist hochgeil gewesen. Und auch nachher hat es lässige, als ich nur mit dem Michi unterwegs war, haben wir auch wieder auf dem Ochsenplatz. Er ist schon damals mit dir. Also wie war gewesen, oder ist er später dazu? Aber Zappen ist er ja dann später dazu gekommen. Ja. Wie auch der Can, Lorenz. Ja, genau. Bassist. Und nachher sind wir dann zu dritten mit Bündnerfleisch dann weiter. Und dann haben wir praktisch in jeder CD haben wir dann einfach einen neuen Gitarrist und einen neuen Drummer gehabt. Das ist so, der Kern war schon eigentlich das gewesen. Also ja. Michi hat Songs gemacht, wie einen Text gemacht. Ja. Bono! Hey, wirklich? Magst du noch? Nein, also. Ich könnte die ganze noch abfressen, so ist es nicht. Aber dann. Es ist wirklich anders und es ist wirklich fein. Sehr gut, danke. Ah ja, wir gehen ja nachher noch weiter mit dir. He? Dann gehen wir gleich chillen. Oh. Chillen! Dort reden wir über die unter der Gürtellinie Sachen. Ja, oder? Genau. Ja, ja. Kannst mich alles fragen. Ich bin offen. Hey, gut. Sehr gut. Machen wir da mal einen Break. Hey, hure kitschig. Fast schon. Hure kitschig, wo gehen wir? Kitschig, jetzt gehen wir. Richtig, richtig Almens. Zu Freunden, wo wir auch dürfen Neujahr verbringen. Und ja. Lange überraschen. Nein, weißt du, eben, wie man gut chillen sozusagen, oder? Ein bisschen chillen. Chillen im Domlesk, das tut doch schon mal gut. Ja, genau. Sprudelwasser. Und, sie haben eben so einen Hotpot in sich zugetan. Und ja. Und dort dürfen wir jetzt baden. Ja, dort dürfen wir jetzt baden, genau. Ich habe gefragt. Und, ja. Sind Oma und ja, lässig. Ja, muss noch ja. Einheizen vorher und so. Ah, das ist ein echter. Ja, der ist wie richtig. Nicht irgendwie von Intex und Plastik. Nein, nein, der ist wie richtig. Und auch mit was sagt man, Filteranlage und vollem Programm. Mhm. Und mit ihnen haben wir eben, mit der Karin, die ist jetzt auch da oben, mit ihnen werden wir eben in Zukunft das mit dem, wie heisst das, mit dem Gewächshaus, die genau, Idee mit dem Gemüse und Gewürz und Beere und ja, einfach all das umsetzen und ja, einmal anfangen und mal schauen, was passiert. Das kitschige Wetter da wieder heute. Ja, das Schöne am Lesch.
And we are on the sunny side. Jetzt sind wir noch am Berg. Hey, los! Jetzt rein gehen wir. Ja. Nice. Ja, ich weiß, aber das hat noch einen Hintern. Ah, ah. Hoi! Grüezi! Das geht noch in Moin! Ja, gefühlt und geholt zu dir. Ja, ja. Ei, ei, ei. Schöne Moment. Würde man auch nicht denken, hier in diesem versteckten Örtchen. Gell? Da ist das Paradies versteckt. Aber nicht nur für so Sachen, auch von den Menschen her. Ja, es ist schon. Zum Teil schon schwerlässig. Ja. Was für Begegnungen das hast und so. Das ist ja, du mit deinen Begegnungen das ganze Leben lang sowieso, ja, gell? Ja, ja. Und dort kommt der Fabi offen, dass du bist, wenn du siehst. Ja. Ja. Und da kannst du noch einiges gut, ich bin auch wundertüt, ein interessierter Mensch, was machst du und solche Sachen, oder? Aber jetzt am Moment, wo du bereust, dass du Leute kennengelernt hast? Aha, nein, ich glaube nicht. Nein, nein, dort bin ich schon eher auf der Seite von alles hat seinen Grund. Ja. Ja, das sind auch vielleicht eben keine Ahnung, mit Bindungen, die Verletzungen waren oder irgendetwas, wo auch dort, weißt du, irgendwie, wie, ja, das hat alles seinen Grund. Ja. Ja, eben, schlussendlich, ich glaube halt, wir sind zum Lernen da und die Frage ist, was machst du daraus? Es kommt nicht darauf an, was du machst, sondern es kommt immer darauf an, wie du das machst und wie du es siehst. Das ist immer deine Wahl. Ja, ja. Oder? Bist du am Silvester auch so philosophisch da drin gehockt? Ja, aber den bin ich glaube ich immer ein bisschen. Mir gefällt das einfach. Ich finde das schon noch, also nicht too much, aber so, eben, ich sehe es ja wie das Ganze, der Mensch, die Spiritualität, der Geist, dass wenn du das alles ein bisschen zusammenfügst, und nicht zu extrem in eine Richtung gehst, ja, dann glaube ich, für mich auf jeden Fall, oder aus meinen Erfahrungen, ja, eben, es gehört alles zusammen. Und wenn du etwas ein bisschen aus den Augen verlierst oder zu fest auf etwas fokussierst, dann glaube ich, das ist auch nicht so verrückt zu tun. Eben, wenn es so ein bisschen zu Extremen reingeht. Aber ja, das gehört auch zu den Erfahrungen, das habe ich auch gehabt. Ich bin auch in gewissen Sachen ins Extrem rein. Und dann aber eben, wie das müssen erfahren, um zu merken, aha, nein, das ist es nicht. Ja, es ist ja immer das, eben. Und irgendwann kommst du an einen Punkt, dass du merkst, scheißegal, was für eine Erfahrung. Und umso offener wirst und umso weniger Ängste vielleicht auch dann. Und dann fließt es, dann lässt du das Leben leben und das kommt, was kommt und das, ja, geht, was geht. Und ich glaube, wenn man etwas macht, was keinen Spass macht, dann macht es keinen Sinn. Ja, das ist ja. Ja, und jetzt merke ich, in der Form, in der ich jetzt bin, macht es mir wieder Spass. Jetzt kommt es wieder. Und ich glaube, auch das gehört dazu, dass du wieder mal ein bisschen den Faden verlierst, andere Erfahrungen machst. Und ja. Ja. Ja, ja. Aber trotzdem, du hast dich eigentlich musiktechnisch nie komplett neu erfunden, jedes Mal, oder? Habe ich so das Gefühl. Du bist immer ein bisschen deiner Linie ein bisschen treu geblieben. Also man hat immer gemerkt, da steckt der Greco dahinter, oder? So Sachen mache ich mir gar keine Gedanken. Es kommt, was kommt. Eben, das war ja beim Ding zu tiefer. Ich bin eigentlich offen, eben, wie Zeiten aus Gold und was für ein Musikstil oder was auch immer. Aber eben, dort war ich schon immer eigentlich recht offen gewesen, dem gegenüber. Auch nicht eine Stilrichtung anpreisen mit Bündnerfleisch oder so. Ja, ja. Das ist ja Pop, Reggae, Rock, das war ja immer alles. Oder nicht, das sind auch ja, aber es hat einen Greco-Stempel schon drauf gehabt. Ich glaube, das stimmt. Meinst du, ist nur das? Ich sehe sonst nichts, ja, wo in die Richtung geht. Ja. Und das hat sich jetzt, habe ich auch Straubezeit hinter mir gehabt, mit der Trennung und mit all dem Zeug. Und ja, und jetzt fängt es sich langsam an setzen, es fängt an klar werden. Sind neue Leute ins Leben gekommen, eben das Gässli kriegt eine Form und ich bin sehr wohl dort. Ja, 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 ich, eben, und im Winter kann ich machen, was ich will, für den Alpenhirte, ich kann wieder Musik machen.
bisschen hotpotten. Ein bisschen hotpotten, Freunde geniessen, Essen geniessen. Ja, das reicht. Was hörst du eigentlich privat so? Ich höre alles ein bisschen. Jetzt bin ich mit Spotify halt. Ja. Viele Sachen, die ich entdecke. Und ja, ich habe einfach gerne noch groovige Sachen oder sonst ganz stille Sachen. Spannend, ja. Okay. Also das habe ich noch viel. Ich bin eigentlich viel daheim und höre keine Musik. Das einfach du hast auch kein Fernsehen, glaube ich. Nein. Ist das möglich? Ja. Nein, das habe ich schon lange nicht. Das habe ich schon fast. Ich weiß doch auch nicht. Fast 10 Jahre habe ich kein Fernsehen. Ja. Nein, ich habe auch, ich zieh mir auch nicht gross Medien und Zeug, das ist nicht meins. Wenn wir schon so melancholisch sind, deine Träume für die Zukunft. Träume, ja. Was wünscht sich der Greco für 2022? Ja gut, eben in der heutigen Situation wünsche ich mir Liebe. Das, ja, eben hören kämpfen. Das ist eigentlich das Einzige, was ich für die ganze Welt wünsche oder was für mich relevant ist in dieser Auseinandersetzung. Dass man, eben, es hat nicht nur mit der jetzigen Situation, sondern ich glaube, das war schon vorher so gewesen, dass man sich bewusst wird, wie viel Kampf eigentlich rum ist im Alltag. Mhm, ja. Eben auch im Schulsystem, bla bla bla, man muss immer der Beste sein, der Schnellste sein. Bindungen, die auseinandergehen, die sich halb bekriegen und was weiß ich, was alles da ist. Ja, ich habe mehr das Gefühl, ja, das ist mein Wunsch, ja. Dass mehr Liebe hierher kommt, mehr Toleranz, ja, dass, mehr, ja, eben, dass man den anderen auch mehr verstehen will und dort lässt, wo er ist, dass er seine Gründe hat, warum auch immer. Und das ist eigentlich ein grosser Wunsch. Für mich selber, ich bin wunschlos glücklich. Ja, und jetzt das Jahr mal schauen. Eben, vielleicht die Band zusammenstellen. Mal schauen, wer will, wer rum ist, was sich entwickelt. Einmal im Monat im Gässli spielen. Bündelfleisch abzappen, Coverversionen, Programm zusammenstellen. Wenn es will sein, passiert es. Wenn nicht, halt nicht. Soll man sich bewerben bei dir, oder? Nein, ich rufe jetzt mal, ich mache mal eine Telefonrunde und dann sehe ich, was passiert. Da sind noch viele Leute um. Erwin, Jans, Studach, Patrick. Ja. Ja, mal schauen. Machen euch parat, ihr habt gehört, wer drankommt. Also. Neue Songs. Entweder Nummer sperren vom Greco oder freudig darauf warten. Genau. Ja, ich glaube, wir machen aufnahmetechnisch jetzt aus dem Hotpot mal eine kleine Pause. Pause. Damit du dich noch abkühlen kannst. Das ist mega. Schöne Momente. Schöne Moment, schöne Moment. Ah. Arro! Quella Gregoni! Grazie mille! Ciao! Tschüss. Grazie Ciao. Mille! Ci vediamo, no. Stammi bene! Ja. Dankeschön! Danke. Schön aber heiß! So hey, auch von mir! Hey! Vielen Dank! Vielen Dank! Ja, merci Arno! Hey, hey. Das ist, ja, wirklich spannend! Ja, so trifft man sich! Ja. Ja! Ja! Das werden wir nochmal vielen, vielen herzlichen Dank! Ja, sehr geil! Wir geniessen Sie noch! Hey, danke! Mach's eine hohe gute Scheibe! Hey, danke schön! Ciao, ciao. Ich melde mich. Ja, hören wir, ja. Ja. Tschüss, danke. Ciao. Back to life. Back to reality. Magst du noch laufen? Ja, mal, jetzt habe ich richtig Freude im Fall. Jetzt im Moment habe ich gedacht, Licken wäre auch geil. Ja. Aber, gut, wir gerade? Ja. Aber, nein, jetzt habe ich... Ich glaube, das ist gerade eine gute Kombi. Gut, ich war noch im Schnee drin, das war auch noch geil. Schön ein bisschen runterkühlen. Das ist cool. Coole Sache. So, wo gehen wir jetzt? Jetzt gehen wir ins Studio auf Scharanz zum Michele. Andiamo a fare un po' musica. Andiamo a ascoltare musica, nehmen wir ein bisschen auf. Eben, das ist so eine Idee. Was? Ah, oh, komm! Habe ich euch wollen schenken eigentlich. Hey, merci, gell? Danke, tschüss! Ja, aber im Tonstudio bist du auch der, der am Lauden immer reinschwätzt. Nein, das ist immer miteinander. Auch mit Michi, das ist nie. Das.
ja, passiert selten eigentlich. Weißt du, es ist ja dann, wie du findest, so, ah, da wäre noch geil oder das. Ja. Und wie eben, ich meine, die Songs, die so wie sie jetzt entstanden sind, im Studio, da hast du keine Fragen mehr. Das sind Profis, die Jungs, gell? Ja. Da kommst du her und dann kannst du sagen, ja, komm, der Teil vielleicht länger, die haben den Song schon gehört. Das sind nicht mega komplizierte Geschichten. Also, one, two, three, drei verschiedene Varianten und dann ist es gut. Jawohl, ja. Und das, was sich am besten anfühlt, das nimmst du einfach, oder? Also du hast gesagt, wir dürfen jetzt hier reiten, gell? Ja, genau. Du darfst jetzt hier eine Runde reiten gehen. Ciao, hallo zusammen. Hallo miteinander. Tim, Charan sind wir angekommen. Oh, endlich. Charan, ja. Nach zwei Stunden. Ding dong. Permesso. Permesso. Ja, er ist wahrscheinlich im Studio da unten. Hey, welcome! Tutto bene? Ja, mol, geht. Sali, grüezi! So. Sali, sind wir im Studio! So ist es, gell? So ist es. So, jetzt im Studio. Wow, aber von nachher ist es noch geil so. Siehst du wirklich hure scharf. Im Studio habe ich immer die Brillen an, dann sehe ich nichts auf die Weite. Genau. Und überhaupt und so. Im Studio musst du nichts sehen, du musst hören. Ja, aber ich sehe nichts, dann kann ich eben mehr in mich rein und dann singe ich besser. Ja, sieht sexy aus. So ist es, gell? Ja, da sind wir und da machen wir. Und dort eben der Michi, 7 Milliarden Songs. Da einmal am Machen und am Basteln und ich am Losen und jetzt eben, wie ich vorhin erzählt habe, das, was wir jetzt machen, eigentlich das erste Mal, wir schauen jetzt einfach einmal. Ja. Eben, die Idee ist einmal gekommen, der Song ist da gewesen, man hat einmal ein bisschen gespielt und gedacht, ah geil, da könnte man etwas machen und dann machen wir und dann schauen wir. Recht unkompliziert, hä? Ja, easy. Wie viel Zeit verbringst du da in der Woche? Ja gut, das kommt drauf an, das ist unterschiedlich. Aber es kann nicht nur Musik machen, es ist vielleicht auch Pier brauen. Oder einfach essen oder ja. Irgend. Das kann alles sein, es ist nicht immer nur Musik. So aus journalistischer... Hey, hör mal mit diesen Journalisten! Nein, sag nur. Gilt natürlich auch für dich. Eine so klassische Frage muss man fast stellen. Also musst du nicht verunsichern lassen, wenn ich das gesagt habe. Okay, gut. Das ist ja easy. Die gehören dazu. Ich habe nicht gesagt, das ist nicht gut. Das ist schon gut. Das ist schon gut. Nur drauf rumhacken. Nein. Ich lege Masken an, wenn blöd wird. Welcher Song hättet ihr gern gehabt, dass ihr den geschrieben hättet? Wohl vom Phil, eben, also ja, Phil Collins. Phil Collins. I can feel it coming in the air tonight. So, das ist schon geil. Also das, wenn ich so, das wäre richtig Phil Collins. Ja. Kriegen wir dann wieder rechtliche Probleme da? Wegen? Habe ich alles gemacht? Wieso? Das hat er selber gemacht, oder was? Bilder, oder was? Ja, also nicht ganz alles. Die meisten haben sind von dir. Sind von dir, oder? Ja. Ciao, Roma!
ein halbes Jahr zu Rom und Rom hat ihn gefressen. Ja, das ist geil. Eure Beziehung, die dauert auch schon seit Ewigkeiten, oder? Ja, ich meine. Das Momenti. Ja, das Momenti. Das ist schon ja geil. Ehen haben nicht so lange zum Teil. Wir haben keinen Sex. Drum. Genau, das ist wahrscheinlich die Lösung. Das ist die Lösung, genau. Somit könnten wir jetzt eigentlich auch grundsätzlich einmal die Folge so beenden. Schöne Momente auch. Schöne Momente, ja, wirklich. Ich bin fix und fertig. Frisch gebadet. Ja, also. Ja, ich fühle mich zwar wie neu geboren, aber ja. Schön müde, oder? Ja, schön müde. Ich freue mich auf das Bett daheim. Hey, vielen, vielen Dank. Ja, danke dir vielmals. Gregor. Und dir natürlich auch, Michi. Ja. Euch natürlich noch ganz viel Erfolg für die Zukunft. Nur nicht zu viel. Also, das musst du noch neue Autogrammkarte machen. Nein, sonst ist dann immer Pacific. Und das haben wir ja nicht, gell? Nein, nochmal vielen, vielen Dank auch euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt Spass gehabt. Die nächste Folge kommt vielleicht. Je nachdem, ob irgendjemand diese Folge geschaut hat. Und sonst gehen auf den Kanal von Michi. Kanal, ja. Genau, genau. Dein YouTube-Kanal, gell? Dann, dann könnt ihr dort noch ein bisschen. Roma. Oder wie heißt das? Ciao, Roma. Si. Könnt ihr noch das ein bisschen schauen. Hey, merci, adie, winken wir noch. Tschüss. Ci vediamo, statemi bene.